Schnell weg hier, schnell weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das kriminell! Oh mein Gott, da ist die Polizei! Ah, ah, er ist hinter mir her! Ich habe nichts gemacht! Ich werde erpresst! Ah. Yo, wow, was? Sind Sie der Inhaber von Bares und Rares? Meinen Sie die Scheiße? Ja, aber es gehört doch zum... Aufgelegt. Aber wer, wo und wie und überhaupt ist das? Ich kann mich an nichts erinnern, Freunde. Also, aber tolles Interieur. Überprüfe die Ansicht der Sicherheitskamera. Was denn für eine Sicherheitskamera? Hier ist das Fenster auf, mach mal zu. Nee? Kameras überprüfen. Okay. Der hat eine Uzi. Die haben... Eine Brillenschlange mit einem saftigen Schnauzer. Alles klar, Männer? Rinder! Im Schlafzimmer gucke ich später. Da wird er jetzt sicher nicht drin was sein. Oh Gott, da draußen steht auch einer. Ich verschwinde. Raus hier. Freunde, ich habe keine Ahnung, wo wir hier reingeraten sind, ja? Aber ich glaube, wir müssen hier ganz, ganz schnell weg, ja? Hier sind die feuchten Banditen drin oder so. Zäh Crouch. Ja, mach ich doch schon. Ich krautsche! Wo bin ich hier wieder reingeraten? Wo ist diese dumme Sau? Wo ist die dumme Sau? Ich bin keine dumme Drecksau. Oh, oh nein. Ron, stop. Oh Gott. Die dumme Sau. Was ist denn hier im Schuppen? Aber der kann doch jetzt nicht einfach weg sein, Mann. Boah, scheiße. Ich wollte ihn doch wegballern. Ja, man richtig geil in die Fresse reinknallen. Bam, 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 Junge. Ja, steck ich mal an. Was ist denn hier noch? Meine Taschenlampe kommt mir irgendwie vertraut vor. Naja. So, dann aber wo? Klong. Was ist das? Ich glaube, ich habe eine Amnesie. Warte, Schlüssel zum Hintertor. Hier ist er nicht. Guck mal im Hintergarten. Komm raus, du kleine Arschgeige. Warte mal, da kommen die her, ne? Left Shift rennen. Neues Tutorial, Taschenlampe. Ich mach doch jetzt nicht die Taschenlampe an. Ich bin doch nicht blöde. Ich hau hier ab. Ey, das wäre so ärgerlich. Mit dem Schlüssel. Lass ich jetzt hinter mir raus. Und da steht ein Auto. Ein VW Polo. Nee, was ist das? Das ist so eine richtige Kackkarre. Auto befreien. Dann befreie ich mal das Auto, Freunde. Soll das so? Oder? Oh, scheiße, Mann. Ich habe irgendwie das Ding im Arsch. Oh. Eventuell ist mir die Brechstange gerade volle Lotte gegen den Ellbogen geknallt. Aber es macht ja nichts. Guck mal, geht noch alles. So, ab ins Auto. Oh ja. Das fühlt sich auch vertraut an. Toll. Fahren wir zur Madison Street. Die sind hinter mir her. Irgendwer ist hinter mir her. Ich weiß nicht wer, aber die haben Maschinenpistolen. So, wir müssen hier irgendwie durch die Hintergärten entkommen, denke ich. Mein Auto hat schlapp gemacht. Einfach so. Hat den Geist aufgegeben. Das war die Taschenlampe. Hier ist niemand. Oh, Fenster auf. Oh, ist schon verlockend. Oh, ich muss es. Was ist mit mir los? Ich bin in einem fremden Haus. Hier gehöre ich doch gar nicht hin. Oh, hier könnte was drin sein. Nur Handtücher. Max, Mann. Das sind fremde Sachen. Entspann dich. Eine Vase, ein Kilogramm. Die könnte gut weggehen. Besser haben als brauchen. Was ist hier drin? Nichts. Und hier? Videokassettensammlung. Nutzlos. Nichts wert auf dem Markt.
sollte jetzt einfach wieder aus dem Haus gehen. Nein! Oh, griechischer Wein, Digga. Kriegwein. Ein Toaster. Ein Toaster. Pfanne. Warum nicht? Ein Wein. Der wird nicht gebraucht. Hier wohnt ja keiner mehr. Geld. Geld. 50 Tacken. Schnell, schnell, schnell. Bevor die Bullen kommen. Bevor die... Ich geh jetzt. Mir reicht's. Das ist mir gerade... Was liegt hier? Ein Zettel. Dö. Woher kommt der Klumpen, ey? Irgendwie haben sie rausbekommen, dass du doch noch nicht tot bist. Diesen Fehler wollen sie jetzt wohl korrigieren. Und wenn sie dich nicht bekommen, dann werden sie wohl sicher schon auf dem Weg zu deiner Familie nach Salzgitter sein. Ich hab nichts gemacht. Ich hab mich an nichts erinnert. Ich krieg mich erstmal unter das Bett. Nee, das ist auch nicht die Lösung. Oh, ein Wecker, nicht schlecht. Oh, die Tischleuchte, wenn die aus Porzellan ist. Also sehe ich das richtig? Ich bin jetzt in dem Haus von dem Dude hier, aber ich habe nichts immer. Eine Vase. Ja, wir gehen jetzt raus, meine Fresse. So, die wollen zu meiner Familie. Ich habe ja Familie in Salzgitter. Woher wissen die das? Ist ja wild. Oh, hier ist ein Schlüssel. Den brauche ich, den nehme ich mal mit. So. Wo sind wir denn? Sieht aus wie Amerika. Warum habe ich überhaupt dieses Ding auf? Was ist das? Irgend so ein ekliger Fetzen. Dann folge ich mal seinem Ratschlag. Irgendeine sichere Unterkunft. Immerhin habe ich eine Karre. Eine richtig geile Karre, Digga. Alter, einfach jetzt GTA-Ansicht. Heftig. Das ist neu. Leute, das ist neu. Das ist das Erste, was wirklich neu ist. So, Versteck. Oh, das sind wohltuende Klänge in meinem Ohr, aber ich weiß nicht, woher ich sie kenne. Aber sie fühlen sich gut an. Ah, ist gut. Aber wofür steht das? Mein Gott, ist das schon wieder dieser Hannes. So, hier solltest du fürs Erste sicher sein. Bevor wir uns um den Killer kümmern, müsstest du einen kleinen Gefallen für mich tun. Geh rein und starte den Computer. Moment, bevor sie jetzt wieder auflegen. Ich mache hier ja nichts, bevor sie mir nicht erklären, was diese ganze Scheiße... Ich kann einfach eine Nummer zurückrufen, der hat gar nicht unterdrückt. Hallo? Hallo, hier ist Maximilian Knabe. Sie hatten mich gerade angerufen, also ich würde jetzt gerne mal wissen, was die ganze Scheiße hier auf sich hat. Irgendwas mit Mafia und 1 Million Dollar und meine Familie seit Gitter wird bedroht. Also es kann nicht ihr Scheiß ernst sein. Ich mache jetzt ja nichts, bevor sie mir nicht sagen, was hier alles das auf sich hat. So, und ich gehe auch nicht vorher. Sie haben mich gerade angerufen. Sie brauchen gar nichts zu tun. Ja, jetzt ist Ihr Stimmdings. Ihr Stimmdings ist jetzt weg, ne? Jetzt habe ich sie. Ich lege jetzt auf. Rufen Sie nie wieder an. Tschüss. So, Sie legen jetzt nicht auf. Ich will. Was soll die Scheiße? Gut, das hat keinen Sinn mehr. Was ist denn das hier jetzt für ein Anwesen? Gut, gehen wir mal rein. Ist das Propangas? Ist offen. Super. Was ist denn das für eine Laube? Also wirklich jetzt mal. Wer lebt denn hier? Und hier soll ich jetzt chillen oder was oder wie? Hier gibt es bestimmt auch Milben und so. Kenne ich den Song? Den Song kenne ich. Naja, schön ist es hier nicht, ne? Bin ich ehrlich. So, was ist hier? Aha. Hier kann ich pennen. Gut. Whiteboard. Ne, Rechner. Geil. Können wir schön ein Brotetto zocken. Was ist das? Ein Laptop? Mein Name ist Hackerman. Und seit 2 Jahren hast du dich nicht gemeldet. Aber ich wusste meine Zeit sinnvoll zu nutzen. Ich spiele nämlich die ganze Zeit Black Desert Online. Falls du Bock hast, mach ruhig mit. Neue Expansions raus. Land of the Morning Light. Gibt's neues Startgebiet, neue Questlines, Mini-Bosse, ein ganzer neuer Modus, Mini-Games, Ausrüstung, Möbel. Hast du nicht gesehen? Lockt jetzt einen Link in der Videobeschreibung. Es sei denn, du hast einen neuen Hacking-Auftrag, da wäre ich auch zu haben. Wer ist da? Hallo? Ich mach mal Tür zu. Und dann hau ich mich jetzt erstmal in die Koje. Powernap, ne? So, jetzt, Also, der gibt ja nie Ruhe. Ja, hallo? Sie sind's wieder, ne? Hör mir genau zu. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, doch. Ich höre
Ist wieder mit Stimmending, ne? Halt die Schnauze, das will ich nicht. Hör mir verdammt nochmal zu jetzt. Gut. Die Killer sind dir dicht auf den Fersen. Wenn du und deine Familie leben wollen, machst du ganz genau, was ich dir sage. Hast du mich verstanden? Du musst einen Job für mich erledigen. Du gehst jetzt in die 102 und schlägst dann alles komplett zusammen. Okay, ja, ist ja gut. Das ist alles Teil des Plans, ja? Gut. Ich schau nach, ja. Mach einfach, okay? Ich meld mich. Okay, tschüss. Ja, tschüssi. Ein paar Dinge zerschlagen im verlassenen Haus. Warum soll man denn Dinge zerschlagen, wenn es verlassen ist? Also. Mein Gott. Hallo? Ach ja, eine letzte Sache noch, bevor du losgehst. Ich habe dir noch eine Komplizin organisiert. Sie wird dir von großer Hilfe sein. Ruf sie einfach mal Handy an, ihre Nummer ist eingespeichert, okay? Was? Okay, aber dann brauchen wir erstmal Kohle, oder? Ne, wir haben 80 Tacken. Aber wir können trotzdem mal unseren ganzen Stuff. Wie red ich denn? Ich bin doch kein Krimineller. Also ich mach das jetzt, ich muss das ja machen. Ich habe keinen Bock auf diese Rowdies. Aber irgendwie, Funhaus, da verschlägt es mich hin, da. Ich brauche mal einen Ort weg von hier. Also auch mal einen Moment Ruhe, bevor ich da jetzt hingehe und alles zusammenschlagen muss. Das kommt mir auch sehr bekannt vor, das ganze Gebäude. Hallo? Hallo? Ah, komm, Max, altes Haus. Woher kennen Sie meinen Namen? Max. Mach bitte keine Späße mit mir. Ich bin es doch. Uli, ich dachte, dich hätten sie über den Haufen geballert. Du wärst tot. Nein, alles gut. Wissen Sie, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Na, du warst hier jeden zweiten Tag. Aha. Hast deinen ganzen Müll abgeladen. Ich habe dir immer einen guten Aha. Preis gemacht. Hast du Kram dabei? Verkauf mir doch etwas. Klar will ich ihm was verkaufen. Klar, klar. Das trifft sich gut. Ich habe ordentlich Beute gemacht. Alles verkaufen. Jo, nicht so hastig, mein Freund. Warum die Eile? Mach mal halblang. Ja, war zu schnell. Du bist nicht mehr derselbe. Tut mir leid. Ich verabschiede mich. Ja, tschüss, mein Freund. Tschüssi. Netter junger Mann. 101. Wo sind wir? Was ist das auch für eine Drecksgegend? Aber kommt mir auch irgendwie bekannt vor. 102, war ich da nicht vorhin? Da war ich doch vorhin drin. Wir parken erstmal. Okay, am besten über hinten. Vorne gibt es bestimmt viele Leute, die es sehen. Okay, wie gehen wir es an? Ah ja, als erstes hier, dieses Ding. Das ist doch nicht schlecht. So, falls ich erwischt werde. Also, falls ich gesehen werde, das ist schon mal gut. So, jetzt Mitarbeiterin. Also, was hat er gesagt? Ich hole das Handy raus. Und dann eine Mitarbeiterin. Ja, die soll mir mal helfen. So, runter und dann anrufen. Tolle Funktion. Oh, hier ist was locker. Ein kaputter Zaun. Kann ich das zerkloppen vielleicht? Mit der Brechstange? Oh, Physics, ey. Unnormal. Ist hier doch wer? Ist das nicht verlassen? Nicht, dass ich verfolgt werde. Ich steck das mal weg. So bin ich zivil. Ich höre doch Schritte. Ich höre Schritte. Oh Gott! Wer sind Sie denn? Grüß Gottlieb, bist du der Maxi? Ich bin's, die Nadja. Wir haben vorhin telefoniert, ne? Ah, ich hab sie gerufen, ne? Ha ja, was glaubst du? Hast du Maultäschli im Hirn oder was? Okay. Also, für mich ist das alles recht neu. Verstehen Sie also? Oh ja, du bist also noch eine Jungfrau, ne? Nein, nicht wie Sie jetzt denken, um Gottes Willen. Ich habe einen Anruf erhalten und soll hier einbrechen. Ach so, ha ja, da kann ich helfen, das ist gar kein Problem. Jetzt lege mal los. Ja, kommen Sie doch erstmal mit. Wir gehen nach hinten. Krass, die folgt mir. Du weißt aber schon, dass ich dich hören kann, gell? Ja, Entschuldigung. Ja, natürlich können Sie mich hören. Ich habe das hier schon aufgeboxt. Mensch, klasse, Maxi. Aber wie wär's, wenn du mal das Mäskle aufsetzt? Ja, selbstverständlich, mache ich. Ich brauche jetzt Ihre Hilfe, ja? Können Sie Schloss knacken? Ah, klar, kein Problem, du. Ja? Das mache ich gleich. Dann bitte. Zack, Schloss fertig. Wie fertig? Sie waren doch gar nicht dran. Ha, ich bin schnell wie der Blitz. Das war ich doch. Wow. Mensch, du, der Feinstaubelsturm macht mich fertig. Okay, also, feste drauf, wa? Aber mit Schmackes. Gut. Ich nehme das mal alles mit. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Als hätte ich ja schon mal gemacht. Um Gottes Willen, meine Kraft. Meine Kraft. Das mit einem Schlag. Ich bin unbesiegbar. Den Stuhl mache ich kaputt.
klopp ich um. Oh! Die wird auch noch kaputt. Scheiße. Ja, hallo? Jo, jemand hat die Bullen gerufen. Ihr müsst. Okay, okay, die Bullen. Nadja, hat wir müssen raus. Ach du Scheiße. Nadja, schnell, 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 schnell. Die Polizei. Was machen Sie denn? Kommen Sie doch. Schnell ins Auto. Ins Auto. Okay, rein. Nadja, steigen Sie ein. Sie kommen mit. Mensch, Maxi, Sie kommen ja wirklich mit. Oh Gott. Oh Gott, die Polizei. Oh, ist das aufregend. Heiligsblechle, jetzt sind wir am Säckel. Darf ich die nicht berühren, oder was? Schnell weg hier, schnell weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das kriminell! Oh mein Gott, da ist die Polizei! Ah! Ah! Er ist hinter mir her! Ich hab nichts gemacht! Ich werde erpresst! Ah! Schnell, hier lang! Eine große Kurve! Und hier lang! Und ab ins Auto! Jetzt aber, Nadja, kommen Sie mit! Ich mach Sie verantwortlich mit Ihrer komischen... Und Abfahrt, dann ohne Nadja. Jetzt hol dir mal einen Schnitt wieder auf, wenn du sauber bist. Schnell, schnell, schnell. Nadja! Ah, der Polizist! Drück mal auf Tube und Abfahrt jetzt. Oh Gott, ist das aufregend. Oh, aber wie das aufregend ist. Das ist ja super. Was ist das für ein Gefühl? Das ist ja der absolute Hammer. Wir kommen, Nadja, wir kommen. Das ist ja... Simulator 2. Ja, Leute, Thief Simulator 2, der Prolog ist draußen seit letztem Monat und das Spiel soll im August rauskommen. Wenn ihr Bock habt, dass wir da wieder reingehen, lasst es uns gerne wissen anhand von Likes und Kommentaren. Ich meine, wir sehen es dann auch durch die, wie das Video bei euch ankommt. Ich stelle es mir so vor, dass wir diesmal das Ganze handhaben wie bei Hitman. Meine Überlegung wäre, sollten wir hier wieder mehr zu bringen, wenn das Spiel rauskommt, dass wir mehr noch unsere eigenen Stories bauen, sodass die Folgen auch für sich geschlossen funktionieren. So wie bei Hitman. Es gibt keine stringente Story, die man verfolgen und wissen muss, sondern man geht wohin, es gibt einen Einsatz, man macht da Sachen und geht wieder zurück. Und ich glaube, in Thief Simulator 2 soll es halt einen Story-Mode geben, aber auch einen komplett freien Modus. Und genau da stelle ich mir vor, dass wir uns eine übelste Storyline aus den Händen saugen, nur für diese Folge, fertig. Dann gibt es irgendwie wie bei Ocean's 11 oder so eine Einsatzbesprechung, richtig heftig, wie bei Hitman am Anfang. Und dann gehe ich rein und komme wieder raus. Und dann ist Ende. Dass ihr quasi nicht alle Folgen gucken müsst, dass es... dass die einzelnen Videos in sich geschlossen funktionieren. Und so kann dann auch mal einmal im Monat eine Folge kommen. Ohne, dass man jetzt so mega im Sog ist und dranbleiben muss. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist so meine Überlegung. Können wir sagen, was ihr meint? Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Tschüssi.